jetzt wollen wir natürlich lieber auf etwas Positives machen. Hey, als nächstes muss Kolos. Der Arme, der hat schon fünfmal jetzt nachgefragt und ich habe ihm Ich versprochen, habe als doch nächstes gesagt, Kolos. gerade. Das ist doch nichts Positives. Das Du weißt doch gar nicht, was es ist. ist was Positives. Also, ich kenne den fetten Fiessack eigentlich aus Austin Powers. Aber ansonsten. Den fetten Fiesacker, wenn er er nicht kennt, dafür gehörst du schon gesteinigt. Kennt das doch. Natürlich kenne ich den und Sag nur, grüß. dass der Ah, nee, Arme, der der ursprünglich S-Cut daherkommt. kannte den nicht. Der S-Cut kannte den Und auf jeden Fall schöne Grüße und jetzt Mich gucken wir mal, wundert wo das nur, Ding ist. was das sein soll, wieso da NHR dran steht. Soll das ein Exclusive Wo ist sein? das Ist überhaupt? das sonst was? Soll das einfach Werbung sein? Promo? Keine Ahnung, Du hast das weil nicht gelistet, ich weiß es das nicht. ist ja neu. Und Marshall meinte ja, die meisten tun das dann auf nicht gelistet oder sowas, ne? Ja, ach so, das ist eine NHR-Runde wahrscheinlich, oder? Das kann doch aber auch nicht sein. Das Vor allen Dingen wäre das ein bisschen, ein bisschen Wir verwirrt. sehen es ja gleich. Nein, ich bin auch aus anderen Gründen verwirrt, Wir gucken jetzt einfach weil, mal. ja, Weil du egal. crazy O bist. Nee, weil eigentlich wollte ich denen da noch was. Ja, nee, psch, zu viel Info. Gleich drei Gegner. Und 2018 war mein Big Reveal, denn meine Quali hatte Grazie und Stil. Runde 1 war gegen Docs, die hab ich leicht geschafft, denn dieser dumme Keck weiß nicht mal, wie man Videos macht. Jules Tyro, die Bratwurst, machte es mir dann leicht, denn der reichte die Runde nicht rechtzeitig ein. Dann kamen die Butterboys und zeigten, wer hier Fettsack ist, und scheiße, ich war's in dem Moment nicht. Fetter Fiesack, 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 fetter Fiesack. Beste! Ich dachte, man sieht, wie du den Video umboxst, alle, ja? Und dann wirst du von den Butterklötzen erdrückt oder so. Wo war die Editing Skills? Sehr, sehr schön. Also ich sag mal so, es ist natürlich, ne, es ist anfängermäßig halt, ne, muss man sagen, fetter Fiesack. Aber du hast einfach so eine sympathische Art und ich weiß nicht, man hört dir gerne zu, weil du das auch so sympathisch rüberbringst und man will einfach mehr hören. Deswegen hast du von mir ein Abo und hast Warte, von ich mir ein will das Like. anmachen. Bleib auf jeden Fall dran. Ich denke mal, Werbung. dass NHR tut dir auch gut. Und du kannst auf jeden Fall immer weiter wachsen und gibt auf jeden Fall auch mal dem fetten Fiessack auch mal ein bisschen fette Liebe. Und der Pfeffi tut ja auch gut, ne? Genau, Merkt man ja immer, da genau kriegst du ja. so eine Stimme wieder prime. Gib dem fetten Fiessack auch mal ein bisschen Liebe ab. Und nimm ihm nicht die Butter vom Brot, ne?